aktuelle Geschehnisse und das Wetter. Aus der Radio hat die deutsche Nachrichtenredaktion mit Sven Weichram. Hallo. Nach drei verlorenen Landtagswahlen will SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz mit einem Zukunftsplan für Deutschland in die Offensive gehen. In einer Fraktionssitzung sagte der Parteichef, dass die SPD die Zukunft des Landes mit mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Infrastruktur sichern wolle. Auch seien die innere und soziale Sicherheit untrennbar miteinander verbunden. Unter der Überschrift Zukunftsplan will Schulz im Bundestagswahlkampf Punkt für Punkt konkrete Vorschläge präsentieren. US-Präsident Donald Trump hat seinem türkischen Kollegen Erdogan Rückhalt im Kampf gegen die Terrormiliz IS und die verbotene türkische Arbeiterpartei PKK zugesichert. Man unterstütze die türkische Regierung bei ihrem Kampf gegen Terrororganisationen wie den IS und die PKK, sagte Trump bei einem gemeinsamen Auftritt mit Erdogan. Das Treffen wurde überschattet von der Entscheidung der US-Regierung, die syrischen Kurden mit Waffen auszurüsten. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft in Köln und Paris ins Viertelfinale eingezogen. Im entscheidenden Vorrundenspiel setzte sich der WM-Gastgeber vor über 18.000 Zuschauern in der Kölner Arena mit 4:3 nach Penalty-Schießen gegen